Wieder der Traum? Soll ich Dr. Swan anrufen? Gut. Dann mache ich uns erstmal Frühstück. Okay? Catherine, den letzten dieser Träume hatten Sie 4 Jahre nach dem Mord an Ihren Eltern. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Da war ich 10. Durch so einen Schicksalsschlag kann natürlich ein psychologisches Trauma ausgelöst werden und immer wiederkehren. Dieser Traum, Catherine, ist der immer wieder der gleiche? Ja, das ist jetzt so, als wäre es gerade erst passiert. Können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Catherine, Sie wurden damals von Dr. Wellington behandelt. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Nun, er schreibt in Ihrer Akte, dass Sie den Mord in einem Wesen verarbeiten, das im Schlafzimmerschrank der Eltern wohnt. Ja, es war, ja, da war es nicht immer. Wie bitte? Ich hab's ja da erst eingesperrt. Dr. Wellington hat mir geholfen. Nun, Dr. Wellington, ich denke, was er für Sie tat, war gut, aber leider nicht gut genug. Wie meinen Sie das? Wir müssen es rauslassen. Was? Das Wesen in dem Schrank ist Ihre innerste Angst. Wir müssen sie rauslassen. Es nützt nichts, sie wegzusperren. Nein! Das geht nicht. Wenn wir es rauslassen, dann fängt alles von vorne Nein, an. Nein, das wird es nicht. Wir müssen uns davon Nein. befreien. Nein. Lassen Sie, Nein, nein! Wir müssen es rauslassen. Nein, das dürfen wir nicht. Sie werden frei sein davon. Vertrauen Sie mir. Dr. Wellington hat gesagt... Dr. Wellington hat Sie beschützt. Ich werde Sie heilen. Sie wollen Ihre Träume doch ein für alle Mal loswerden. Ja, das will ich. Was muss ich tun? Jetzt entspannen Sie sich erst einmal. Und sehen Sie dieses Pendel. Schütteln Sie alles von sich ab und atmen Sie langsam und tief ein und aus. Sie gleiten nun mit jedem ihrer Atemzüge und mit jedem Wort von ihr immer tiefer und tiefer hinein in einen entspannten Zustand. Wie ein Vogel, der seine Kreise zieht, immer tiefer und tiefer hineinlässt. Eine wohltuende Müdigkeit breitet sich aus. Sie sind vollkommen Können Sie mich hören, Catherine? Ja. Wo sind Sie? Sind Ihre Eltern auch? Ich bin allein. Das Bett ist leer. Gut. Sehr gut, Catherine. Öffnen Sie den Schrank. Nein, 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 nein
aber wir machen Fortschritte. Wenn wir weiter hart dran arbeiten, werden sie bald ohne diese Ängste und schrecklichen Träume leben können. Das wäre schön. Entschuldige, ist ein bisschen später geworden in der Arbeit. Wie war deine Therapie? Wenn du nicht darüber reden willst, ist das okay. Dann reden wir morgen, ja?